Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Alice in Madness Returns. Gerade in dem Moment, wo ich die Play-Taste gedrückt habe zum Aufnehmen, ist mir meine kleine Taschenlampe umgefallen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht noch auf der Aufnahme drauf. So, wir sind ja Gigantomös Alice. Gigantomös ist ein Wort, das ist entstanden im Minecraft-Let's Play. Deswegen benutze ich es einfach mal weiter. Alice' Füße sind im Boden versunken. Ich weiß nicht, ob sie so schwer ist und der Boden trägt sie einfach nicht mehr. Ah, jetzt ist sie oben. Okay, dann... Als Riesen kann Alice mit Stampfen oder Schmettern angreifen. Weiter. Greife die Türme der Königin an, um ihr Herz freizulegen. Okay. Reiße Schlosstore, die im Weg sind, ein. Wie? So schlage ich. So schlage ich. Wie stampfe ich? So stampfe ich. Alles klar. So, Türme. Oh mein Gott. Ist lustig. Allerdings, diese Meute hier unten regt schon ein bisschen auf. So. Machen wir das kaputt. Das sind Blumen, das ist schön. Ich weiß jetzt nicht so genau, was sie jetzt mit Türmen meinen. War da nicht auch so eine rote Stelle da vorne? Jetzt mal, um ganz sicher zu gehen. Nee, ne? Nee. Ih, was ist das denn? Ich jetzt nicht weiß, was diese roten. Ah, da ist so ein Turm. Und aus der roten Stelle kommen. Ach, da kommen die Viecher raus. Alles klar. Aua! Ich weiß nicht, ob ich das kaputt machen muss, das rote Ding, weil da kommen ja wohl immer wieder neue, so wie ich sehe. Jo, alles klar. Na toll. Sind die gerade noch nicht mal weg hier? Und schon kommen da neue auf mich zu. Also sie trampelt aber auch dann dreimal, ne? Aber ich kann die einfach ignorieren. Aber hier ist... Kann ich ja auch durch? Nö. Dachte. Okay. Vielleicht später. Cooler Kram. Ach, Tentakel. Okay. Gitt. Ach, der blöde Turm, der schießt auf mich, ja? Aua. Wie mache ich den kaputt? So nicht. So auch nicht. Ah doch, okay. Ah, jetzt kann ich da durch. Okay, alles klar. Eine Fleischwunde? Das geht nicht mehr kaputt hier? Nö, okay. Das ist dann wohl die Fleischwunde, wovon sie gerade sprach. So, dann geht's hier weiter. Die Musik wird lauter. Ob ich das toll finde, weiß ich nicht. Aber ich finde das richtig cool, dass sie ja auch so eine... Dass das halt so riesig ist. Also dass sie die... Das ist das... Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte gern die Zähne. Weil ich muss ja noch zwei Waffen updaten. Ich habe zwar gesagt, wir kriegen ziemlich viel, aber bei der... ich das Let's Play geguckt habe. Ich meine, die hatte hier schon alles geupdatet, obwohl wir ja nichts anderes gemacht haben als das Let's Play, was ich gesehen habe. Nur, dass ich halt echt alles direkt geupdatet habe und nicht erst gewartet habe, bis ich dann so echt viele Zähne hatte. Also ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon hier ziehen kann. Jo, das kann ich jetzt schon machen. Denn dieses Geschoss, das nervt. Dann geht es dort weiter. So.
mache ich aber noch kaputt, weil wie gesagt, ich möchte gerne die Zähne haben. Sterben die, wenn da jetzt kein Ding mehr ist? Weil so viele habe ich ja noch gar nicht getötet. Da waren noch welche hinter mir. Du auch noch, ja? Und tschüss. So. Hilfe. Patsch. Patsch. Aua. Mann. So, da geht's nicht lang. Hier geht's lang. Wo ist denn der Tentakel? Der ist da hinten. Dann ziehe ich den wieder zuerst, mache den Turm kaputt und dann den kleinen Viech. Aua. Zum Turm, der auch schon kaputt geht. Warum sollte ich das tun? Au. Da backt der kurze Spiel, wie ihr gesehen habt. Aber guck mal, jetzt sind nur durch diese kleine Aktion haben wir schon über 300 Zähne zusammenbekommen. Wir hatten ja vorher nur 6. Jetzt haben wir 330 dazu bekommen. Heißt, wir können wahrscheinlich demnächst wieder updaten. Was hat die gesagt? So, ich prügel jetzt auch das Herz ein. X. Alter! Das erinnert mich gerade ein bisschen an Herr der Ringe. Na, schnell drüber steigen, bevor wir schrumpfen. Dann sind wir wohl jetzt wieder auf Normalgröße. Katze! Katze? Einst bestattest du aus zwei Teilen derselben Seele. Wohin hat dich das gebracht? Ich glaube, wir bestehen immer noch aus zwei Teilen, denn... Ist sie immer noch da? Ansichtssache. Trotzdem, um die Vergangenheit aufzudecken, um die Suche fortzusetzen, musst du sie treffen. Ja, denn die Königin... Das, ihr werdet es gleich sehen. Was ich meine mit der Andeutung und die Königin. Und die Katze hat auch recht. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Alas der Isis. Und erst der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Das ist auch ziemlich eklig. Ich kann das jetzt, glaube ich, gar nicht anders zeigen. Denn das ist hier... Also ich finde es irgendwie eklig. Also ich würde da jetzt nicht reingehen, aber wir müssen. Also wir müssen sogar reinrutschen. Huch! Hilfe! Okay. Hier speichert er. Gibt es hier irgendetwas? Da gibt es was. Ein Blümchen gibt es hier. Achso, hier im Schlüsselloch wahrscheinlich. Ach, ein Rabenlerraum. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Und wo gibt es jetzt das Blümchen? Hier so ist ja dann nichts mehr. Das ist aber auch sehr gut, dass jetzt hier noch ein Radlerraum ist, weil sonst hätte ich nämlich auch keine Ahnung mehr gehabt, wo noch die anderen beiden sind. Es fehlen uns ja noch zwei. Oh mein Gott, das ist ja einfach jetzt hier, ne? Haben wir ja gerade gemacht die ganze Zeit schon. Cool, wenn wir jetzt auch hier Zähne bekommen. Ah, super. Das freut mich. Blöd nur, dass Alice echt ein bisschen lahm ist, wenn sie groß ist.
die ist hier alle weg. Nö. Die Zähne nehme ich mit, selbstverständlich. So, jetzt müssen wir auf die andere Seite zurück. Und da den Tentakel ziehen. Dann müssen wir, glaube ich, das gleiche nochmal machen. Und dann noch einen Tentakel ziehen. Und dann können wir endlich in die Mitte. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht auf die Uhr geguckt. Ne? Ich müsste mir echt mal so einen Wecker stellen. Wieso backt das denn hier die ganze Zeit wieder? Ist ja doof. Wo rennen die hin? Au! Was schießt denn jetzt auf mich, Alter? Auch zum Turm. Das war's. Das war's. Exzellent. Blub. Noch einer. Ich hoffe, wir finden den noch. Irgendwas stimmt mit der Musik auch manchmal nicht, ne? Sonst war ja dann auch immer da noch eine Melodie. Super Spiel, echt. Also momentan ist ein bisschen buggy, ne? So ganz dezent. Das schon. Erinnert mich aber jetzt auch wieder ein bisschen an den ersten Teil. Den ich selber auch nicht gespielt habe. Hab mir auch ein Let's Play dazu angeguckt. Ich glaube aber auch, dass mein PC den ersten Teil gar nicht mehr nimmt. Also den könnte ich, glaube ich, gar nicht installieren. Habe ich jetzt... Aber wo ist denn bitte schon die Blume? Hier ist klar. Und hier sagt mir das Spiel, hier ist eine Blume. Ja, wo denn? Ich sehe hier keine Blume. Seht ihr hier eine Blume? Ich sehe keine Blume. Gut. Das ist voll eklig. Hier ist nichts. Vom Herzen in die Magensäure oder was? Ugh. Es geht links rum. Und was ist da hinten? Da geht's noch nicht lang. Okay. Valhalla hier? Ah. Da hinten ist auch noch ein Herz. Ich von hier, ne? Jo. Überall die Zähne. Hier schon wieder so ein Kiefer. Bäh. Hallo? Was ist das denn? Ach so, in Rot. Da ist noch was. Da ist noch was. Also ich bin gerade sehr ruhig, weil ich das ja echt eklig und interessant finde. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben.
Die Schmerzhaften sollten wir auslöschen. Ja, aber gerade die kann man meistens nicht auslöschen. Da geht's weiter. Also ich finde die Musik halt sehr ruhig, dann das Herzklopfen im Hintergrund. Ich finde das hier gerade irgendwie total aufregend. Und eklig. Keine Ahnung, was passiert ist. Da ist noch eins. Sonst ist hier aber nichts mehr, ne? Diese Drecksviecher hier. So, das hätten wir auch. Hier müssen wir durch. Da ist noch zu, dann gehen wir erstmal hier runter. Um was zu tun? Ah. Dass hier in dem ganzen Geekel keine Schnauze drin ist, wundert mich. Kann man das nicht kaputt machen? Das sah so einladend aus. Okay. Ih, was ist das denn? Das sieht pervers aus. Das ist bah. Wir immer noch nicht da? Doch, ja, wir müssen jetzt ankommen. Yay, das ist eklig. Das hier vor allem ist ein bisschen zu sehen oder so. Das ist auch bar. Lustig ist, es sieht ja wirklich in uns so aus. Also jetzt nicht so krass, aber das gibt's ja alles. Ja gut, diese komischen Netze gibt's nicht, aber hier sowas gibt es hier sowas. Bäh. Das ist bäh. Da hinten sitzt sie. Ich kann nicht rennen. Ich muss jetzt langsam gehen. Ach, guckt euch das an, ey. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Gürtel nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Rudas vor. Das wird zu weit. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben. Aber mit dir ist es oft. Du verstehst es mit der Verschwörung des Wahnsinns. Der Zug versucht, alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Und ich habe ihn aufs Gleis gesetzt. Ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Ich habe meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig, nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt deine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich tust, klammert die Angst, weil du die Augen vor dem verschließt, was dich umgeht. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen, oder man muss sie stürzen. Hart, aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Gutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat.
Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur Seite. In der Tat, Doktor. Das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert. Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz. Was ist mit Alice passiert? Oh Mann, die Arme. Da hat man sie... Ich kann die Kamera nicht drehen. Da hat man sie einfach... geschnappt und hier reingeworfen. Haare abgeschnitten, wie so eine Verrückte. Das arme Ding. Aber die Tür auflassen, wir können rausgehen, ne? Natürlich. So, ich glaube, wir müssen darum. Ich gucke aber mal kurz hier. Vielleicht sagt sie irgendwas zu den Türen hier. Nö, sagt sie nicht. Die Arme, die kann gar nicht richtig laufen, weil die ja die Arme da verschlungen hat. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen schlimmer laufen, weil ich habe eine kleine Gleichgewichtsstörung. Hallo? Hallo? Okay. Ja. Ich glaube, ich würde umkippen die ganze Zeit. Was ist das denn? Hallo? Was? Oh, was ist denn hier los? Ja, also wenn die nicht wahnsinnig sind, dann weiß ich auch nicht. Krasser Scheiß, ey. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh, Mann. Wieso muss ich jetzt da hoch? Muss ich dem Blut folgen? Nein, dem Blut muss ich nicht folgen. Muss ich dem Typi folgen? Muss ich da hoch? Ruhe bitte, okay. Psst. Ach du Scheiße. Wenn das nicht du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, das ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend, aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. Boah, in welchem Film haben die das auch gemacht? Allerdings nicht mit dem... Mit so Nägeln, also nicht mit so Schrauben, sondern mit Nägeln. Da wurde man links, rechts und ich glaube oben so, ja, mit einem Schlag halt quasi betäubt. Also das hat dann das Hirn so außer Kontrolle gebracht, dass man halt nicht mehr weiß, wer oder was man überhaupt ist. Ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Aderlass lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde. Aber ich bin am Ende meiner Kraft. Und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckersdutzen, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, was weh tut. Ich komme nicht drauf. Ich habe das vor mir. Ich habe das vor mir. Ich habe das genau vor mir. Welcher Film war das denn? Der spielte auch so ziemlich weit zurück. Irgendwie, wo man gerade das so ein bisschen... Da hat der Typ, wollte auch ein Mädel das antun. Und dann wurde das aber noch aufgehalten. Ich glaube, er selber hat sich das dann selber zufügen lassen. Als man es dann auch nicht mehr durfte. Boah, wie heißt der Film? Ich weiß. Wo ist die Polizei? Ich komme bestimmt nachher drauf. Ich wollte sagen. Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht. Wenn ich nicht. Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich gebe dir. Ein Geschenk, aber ich habe nichts für dich. Ach, guck mal, da oben, das ist das Wunderland und unten ist das richtige Leben. Katze, Feline, Felide. Was für eine Katze? Wo? Ist der Fuchs bei den Täubchen? Schlauer Teufel.
aus dem Hühnerhaus ausgezogen. Was? Was? Das ärgert mich jetzt, dass ich auf den Namen von diesem Film nicht komme. Mann. Hallo. Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste. Verdiene ich nicht ein bisschen Glück? Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind, lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig, aber der Schatten kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Oh Mann, die sind ja alle gegen Alice. Ich glaube, jetzt ist sie besoffen oder wir kommen gleich zurück ins Wunderland. Hallo, wer bist du denn? Oh, ich glaube, du hast es aber auch so leicht hinter dich. Warteraum, okay. Ja, das erinnert mich jetzt auch an ein anderes Spiel. Aber ich möchte nicht so viel Schleichwerbung machen. Oh Gott. Oh, wir sehen wieder normal aus. Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Ich glaube, ich muss jetzt von Laterne zu Laterne laufen. Das lädt so ein. Laterne? Jojo, alles klar. Da? Ist ja auch so albtraummäßig, ne? Immer von Laterne zu Laterne laufen und dann einfach nichts vorfinden. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Ich glaube, jetzt sind wir im Puppenhaus. Oh, das Kostüm ist ja süß. Jo, das ist das mit den Häuschen, das, was ich vorhin meinte. Im letzten Part. Es war für mich vorhin. Jo, im Puppenhaus. Herzlich willkommen im Puppenhaus. Dasselbe zieht sich jetzt leider auch nochmal ein kleines bisschen länger, also als das vorige. Aber das ist dann das allerletzte große Level. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao!